Hi ihr Lieben, ja, wie ihr merkt, ich bin krank und ja, voll blöd. Ich habe Nebenhöhlenentzündung, aber ich dachte, so ein allgemeines Video kann ich natürlich für euch machen, denn ich habe des Öfteren jetzt Fragen bekommen zu meinem Beruf. Ich bin ja, wie ihr wisst, Grafikdesigner und studiere jetzt aber noch, damit ich noch den Bachelor-Titel und eventuell anschließend noch den Master-Titel bekomme. Ja, also ich habe Abitur gemacht. Ganz normales Abitur, kein spezielles, habe aber Kunst zugemacht. Also das heißt, ich hatte Kunst vierstündig, aber das war nicht verpflichtend. Man kann auch direkt, ja, wie macht man jetzt weiter? Also ich habe auf jeden Fall Abitur gemacht, so. Und ich wusste eigentlich bis zur 12. Klasse nicht, also ich habe 13 Jahre noch gehabt, Abitur, wusste ich eigentlich nicht so richtig, was ich machen sollte. Und dann hat meine Kunstlehrerin mir einen Flyer gegeben von einer Schule, einer Berufsschule hier in der Gegend. Und ja, und da hat da eben von dem Beruf Grafikdesign. Und dann habe ich mir das genauer angeschaut und dachte so, wow, Wahnsinn, sowas gibt's als Beruf. So, das ist ja eigentlich ein Hobby. Und ja, das kann man als Beruf machen und war halt eben total begeistert. Ja, auf jeden Fall kann man das, soweit ich das weiß, nur studieren, Grafikdesign. Dann braucht man Abitur. Oder wie ich es gemacht habe, schulisch lernen. Das heißt, man ist dann nicht in einem Betrieb, wie jetzt, wenn man Mediengestalter macht, was aber eine Stufe unter dem Grafikdesigner ist. Man ist wirklich in der Schule ganz normal, wie man auch aufs Gymnasium oder die Realschule geht. Und da braucht man kein Abitur. Da kann man mit dem Realschulabschluss hingehen. Man kann, also die Ausbildung, was ich jetzt gemacht habe, also Studium Grafikdesign, kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich da niemanden kenne, der das studiert. Ich kann jetzt nur von meiner Ausbildung reden. Und auf jeden Fall ist es so, dass die geht 3 Jahre, 3 komplette Jahre. Man hat genau die gleichen Ferien wie jede andere Schule auch. Und man kann in den 3 Jahren noch zusätzlich Deutsch, nee, Deutsch hat jeder, Englisch und Mathe zusätzlich belegen. Ab dem 2., 3. Jahr, im 1. ist es für alle Pflicht und kann somit seine Fachhochschulreife machen, mit der man anschließend auch noch studieren kann, wenn man möchte. Das haben auch einige in meiner Klasse gemacht. So, wie bewirbt man sich bei so einer Schule? Es ist nicht so wie bei einer normalen Gymnasium oder sowas, dass man einfach sein Zeugnis einreicht und sich bewirbt, sondern man bewirbt sich da wirklich kreativ, das heißt mit einer Mappe. Und das kommt wirklich auf die Schule drauf an. Schaut euch bitte genau an, was die für Anforderungen haben. Bei mir war es so, dass es speziell alles auf spezielles Format aufgezogen sein musste. Das heißt, zum Beispiel sollte da Fotografie rein, dann was mit Typografie, das heißt mit Schrift, dann was gezeichnetes mit Bleistift, mit Aquarell. Es waren halt so aus allen möglichen Bereichen sollte da ein bisschen was rein. Es war nichts vorgeschrieben. Es waren Vorschläge gemacht und aus mindestens 4 Bereichen oder so musste man was reintun. Und es waren 10 bis 20 Arbeiten sollte man reintun in die Mappe. Und natürlich bis zu einem bestimmten Termin abgeben. Bei mir war das im März rum, musste man das abgegeben haben, um dann eben im September zu ganz normalem Schulbeginn, also ich meine September, anfangen zu können. Und dann wurde anhand dieser Mappe eine Rangliste erstellt und die ersten, was weiß ich, 40 oder was, wurden dann eingeladen zu einer Aufnahmeprüfung. Das ist dann der nächste Schritt. Denn das Zeugnis ist in dem Fall wirklich nicht wichtig. Es kommt nicht auf das Zeugnis drauf an bei so einem einer Ausbildung, sondern wirklich auf das Kreative, weil man auch das ja später braucht. Und deswegen zuerst mal die Mappe, um auszusortieren, und dann danach die Aufnahmeprüfung, die dann aus 2 Teilen bestand. Einmal was Grafisches, das heißt, man musste eine Schrift machen, so ganz, ganz sauber das Zeichnen mit schwarzem dünnem Filzstift. Und zum anderen musste man, ja, halt auch so, aber da musste man mehr zeichnen. Also egal, auf jeden Fall waren es halt so handwerkliche Übungen. Jeweils 1 Stunde oder sowas hatte man Zeit. Und dann wurde nochmal eine Rangliste erstellt und die besten 25 wurden dann letztendlich genommen. Und so ist es eigentlich auf fast allen diesen grafischen Ausbildungen oder Studiengängen, weil ich studiere jetzt auch noch, wie gesagt, der Studiengang heißt Mediengestaltung und Produktion, also Medien, neues Wort, Gestaltung, nicht Mediengestaltung, das ist getrennt. Und da war das auch eine Aufnahmeprüfung natürlich und eine Mappe vorher. Und bei der Aufnahmeprüfung musste man allerdings auch einen kurzen Film drehen und was zeichnen. Das waren die beiden Aufgaben. Aber das ist eigentlich fast überall so. Also zusammengefasst, ihr fürs Studium
braucht ihr mindestens Fachhochschulreife, die könnt ihr ja auch auf beruflichen Schulen so irgendwie nebenbei machen, oder Abitur. Und wenn ihr es schulisch lernt, wie es jetzt ich zuerst gemacht habe, dann reicht Realschule. Und ihr könnt das dann nebenbei mitmachen, die Fachhochschulreife. Ja. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir jetzt die unter dieses Video stellen. Ich werde euch jetzt noch schnell hier ein bisschen zeigen, was ich so gemacht habe, ein paar Ausschnitte aus meiner Mappe zeigen. Und das war's von mir. Ich hoffe, es war informativ genug. Und ja, falls ihr wie gesagt Fragen habt, meldet euch einfach unter dieses Video bitte. Dann bleibt es auch themenbezogen. Und ja, die Antworten versuche ich dann, wenn sie zusammengefasst werden, in die Infobox hier unter dieses Video zu machen. Einfach nur auf diesen kleinen Button klicken, dass er aufklappt. Die Infobox und da ist alles drin. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg, falls ihr euch auch in dem Beruf bewerben wollt. Und ja, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao! Hier seht ihr meine erste Arbeit, die ich gemacht habe. Das ist eine Collage, einfach aus verschiedenen Prospektsachen ausgeschnitten. Dann habe ich hier ein Bild gemalt, das habe ich in der Schule gemacht, auf dem Gymnasium. Mit Nüssen. Hier eine verpackte Teekanne. Meine Orangen mit dem Nonfinito hier unten rechts. Das war auch eine Aufgabe auf dem Gymnasium. Und hier passen dazu meine Paprikas. Eben, man musste verschiedene Techniken reinbringen. Hier habe ich was gemalt mit Öl. Dann hier mit Wasserfarben mein Bild. Hier eine Kombiarbeit mit Schrift etwas und mit Wasserfarben. Dann eine Serviettentechnikarbeit wieder mit etwas Schrift. Dann eben von Typografie hatte ich ja vorher keine Ahnung. Das heißt, hier habe ich einfach ein bisschen rumprobiert mit Schrift. Hier aus dem Bereich der Grafik eine Geburtstagskarte, die ich für meine Mutter gemacht hatte. Und die Sonnenblume habe ich natürlich selbst fotografiert. Das war ein größeres Projekt im Rahmen der Grafikdesign-Ausbildung. Einfach eine Anzeigenserie. Die Fotos habe ich wieder selbst gemacht. Hier die typografische Ausarbeitung von Postkarten, also handwerklich. Und hier typografische Postkarten. Einfach alles mit Schrift umgesetzt, keinerlei Grafiken. Diese Schrift gibt es schon, die sollten wir von Hand skizzieren. Und hier seht ihr eine ein Markerlayout, alles mit diesen Copic-Markern gemacht und natürlich wieder mein Thema Kosmetik. Dann natürlich auch aus dem Bereich der Fotografie, das ist Spiegelung, dann mein Mittagessen, als ich in Barcelona war, die Paella, hier Blumen, wie ihr seht, mit meiner Mücke, die ich gefunden habe. Dann aus dem Bereich Zeichnung, hier eine Nuss, eine Bohne. Ja, eben mit Schraffur gearbeitet, hier auch wieder ein bisschen mit Farbe, also mit Holzstiften. Augen mussten wir natürlich auch zeichnen, alles einfach nur mit Bleistift gemacht. Hier war einfach ein Experiment aus verschiedenen Materialien, Bleistift, Aquarell, Kohle. Dieses Leporello haben wir in Schriftgrafik gemacht. Ja, da konnte man das Thema frei wählen, auch was man reintut. Es musste einfach nur eben gestaltet sein und Schrift eben vorhanden sein. Diese spezielle eben mit der Bandzugfeder. Und Leporello nennt man das eben, weil das so aufklappbar ist. Ja, von hinten ganz einfach mit so einer Tupftechnik bearbeitet. Hier nochmal aus dem Bereich der Fotografie, das war auch eine Abgabe, da musste man sich ein Thema suchen. Ich hatte hier Modern Stills, habe dieses Heft gemacht, also das Layout, wie ich die Bilder anordne, einfach alles, die Fotos natürlich auch selber gemacht und ja, dieses Buch eben erstellt. Das war ein größeres Projekt, da waren wir von der Schule aus in Barcelona eben eine Fotografiefahrt im Prinzip. Ich hatte das Thema Farbrausch und habe dementsprechend alles fotografiert, was bunt und knallig war. Und auch Gedichte wie dieses hier habe ich dazu noch selber geschrieben auf mehreren Seiten. Auch das Layout, das Buch gebunden, gedruckt, habe ich alles komplett selber gemacht. So, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ich habe euch geholfen und es hat euch Spaß gemacht, die Sachen anzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!